Das Wort hat nun Kollege Alois Karl für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, lieber Herr Dr. Rösler, Herr Kollege Leutert, um auf Ihre Rede ganz kurz zu replizieren, einzugehen, muss ich sagen, das war einer von den Reden, wo ich sagen muss, den Anfang, den habe ich schon wieder vergessen. Und den mittleren Teil, den habe ich nicht verstanden. Und das Ende habe ich herbeigesehen. So ist das mit manchen Reden, die man hier hört. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke dem Ältestenrat. Der wird häufig nicht erwähnt und nicht belobigt. Ich danke dem Ältestenrat, dass er den Haushaltsansatz des Gesundheitsministers ans Ende dieser Haushaltsdebatte in dieser Woche gestellt hat, quasi als Höhepunkt einer politischen Auseinandersetzung, als Schlussstein geradezu wie in einem gotischen Gewölbe, ein Höhepunkt dieser Veranstaltung in dieser Woche. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke auch Ihnen, Herr Rösler, auch Ihren eloquenten Staatssekretären für die Mitteilungen, für die Einflüsterungen, hätte ich fast gesagt, für die guten Gespräche. Auch Ihnen, liebe Frau Flach, haben wir diesen Haushalt in sehr vielen Sitzungen jetzt auf den Weg gebracht. Es ist bereits gesagt worden, dass dieser Haushalt natürlich ungewöhnlich ist. Er ist auf der einen Seite ein Rekordhaushalt. In Zeiten, wo Sparen angesagt ist, ist das zunächst für sich gesehen kein Ruhmesplatz. Trotzdem, wir haben den Haushalt mit etwa über 16 Milliarden Euro auch deswegen so gewaltig ansteigen lassen, um über 39%, weil eben 3,9 Milliarden Euro hinzugekommen sind über diese krisenbedingten zusätzlichen Einnahmen, die wir dem Haushalt zufließen lassen mussten, um den Haushalt, gerade die Zuschüsse an den Gesundheitsfonds, einigermaßen in den Griff zu bekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte eigentlich gedacht, und die Gespräche mit Ihnen gingen ja auch so, Herr Bundesminister, dass diese 3,9 Milliarden nicht nötig sein werden in diesem Jahr, weil die Konjunktur sich sicherlich verbessern wird gegenüber den Ansätzen von 2009. Trotzdem ist es auch richtig, was Sie gesagt haben. Diese Summe von 3,9 Milliarden ist ja nicht verloren, geht ja dann in den Aufwuchs des Gesundheitsfonds hinein, der Rücklagen hinein. Und so wird das sicherlich auch kommen. Übrigens, glaube ich, war das schon eine starke Leistung des Gesundheitsministers, dass er am 2. November, glaube ich, war es in Ihren ersten Tagen Ihrer Amtszeit mit dem Finanzminister diese 3,9 Milliarden herausverhandelt hat. Eine starke Leistung, glaube ich, nicht so wie das in dieser Koalition üblich ist. Eine schnelle Lösung, nicht, und eine saubere Arbeit, eine gelungene Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu, sehr geehrter Herr Dr. Rösler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Haushalt zeichnet sich durch Sparsamkeit auf der einen Seite aus. Frau Kollegin Flach ist darauf ja eingegangen. Ich brauche nur noch einige wenige Punkte zu erwähnen. 20% sind die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit herausgekürzt worden. Auch die Zuschüsse für die Erstattung der GKV-Beiträge an Aussiedler konnte deutlich gekürzt werden. Und ich muss auch sagen, anders als Sie, Herr Schurer, das in Ihrer Rede gesagt haben, ist es mit den Präventionsmaßnahmen, mit den Aufklärungsmaßnahmen nicht so. 13,2 Millionen standen in den letzten Jahren immer im Haushalt. Und so ist es auch in diesem Haushalt geblieben. Keine Kürzung, was die Prävention auf diesem Gebiet anbelangt. Keine Kürzung, was die Aufklärung anbelangt. Ich bin allerdings schon ich bin schon der Meinung, dass wir uns in den nächsten Haushalten, Herr Schurer, daran machen müssen, dass wir eine Sache schon in den Mittelpunkt rücken müssen. Es geht zum Beispiel um die AIDS-Vorsorgeaufklärung und die Gelder, die wir deswegen in die Ukraine, zum Beispiel für die Ukraine einsetzen, für Aufklärung, HIV-Aufklärung, AIDS-Aufklärung für die Ukraine. Sextourismus ist möglicherweise sicherlich eine unappetitliche Sache.
Aber in Zeiten der völligen Freizügigkeit, der offenen Grenzen, können wir das nicht kontrollieren. Und wir können in diesem Haushalt ganz gewiss auch wieder diese Aufklärungsmaßnahmen für das sonstige Osteuropa oder für Afrika oder für Asien ausdehnen. Ich meine schon, dass wir hier auch eine Haushaltsdisziplin in der Tat in den nächsten Haushalten an den Tag legen müssen. Erfreulich ist auch, meine Damen und Herren, erfreulich ist auch, dass wir 25 Millionen entsperren konnten für die Stiftung Materielle Hilfe für jene, die vor 20 Jahren HIV infiziert worden sind, und dass wir wenigstens materiell diese Stiftung unterstützen können. Die immaterielle Not dieser Menschen kann ja sowieso nicht gelindert werden. Neben dem Willen zu sparen haben wir auch investiert, werden wir investieren, und zwar intelligent. Das Bundesamt für die Arzneimittel und die Medizinprodukte, das BfArM, wird deutlich gestärkt, personell deutlich gestärkt. Das hat damit zu tun, dass dieses Institut jedes Arzneimittel, bevor es auf den Markt kommt, untersucht auf seine Unbedenklichkeit. Dabei fallen Gebühren an. Diese Gebühren können jetzt schneller anfallen. Mehr Arzneimittel können getestet werden. Das will die Industrie so. Das kommt dem Patienten zugute. Und Geld fließt sowieso lieber jetzt als später. Ich finde, das ist intelligentes Investieren, was wir hier auf den Weg gebracht haben. Wir investieren auch in das Robert-Koch-Institut, diese zentrale Forschungs- und Referenzeinrichtung der Bundesrepublik, wenn es um die Biomedizin geht. Das Robert-Koch-Institut ist auch zuständig für die Erkennung, für die Schadensbegrenzung bei Anschlägen, auch mit biologischen Agenzien. 2001, nach den Anschlägen von New York, hat die Regierung Schröder-Fischer das auf den Weg gebracht, aber es krankt, um in der Sprache des Haushalts zu bleiben, es krankt bei der Umsetzung. Obwohl jetzt 9 Jahre vergangen sind, vor lauter Planung, vor lauter Vision, vor lauter Kostenschätzung, ist noch nichts Wesentliches geschehen. Ich hoffe, dass mit unseren Haushaltsansätzen, sehr geehrte Frau Flach, wenigstens wir das noch erleben können, dass der erste Stein auf den anderen kommt. Obwohl das in der Tat 9 Jahre sich schon so hinzieht. Meine Damen und Herren, um die Qualität unseres Gesundheitssystems. Der Herr Schurer möchte eine Frage stellen. Ich wollte Sie gerade danach fragen, aber jetzt fragen Sie mich und dann erteile ich großzügig Genehmigung. Herr Kollege Karl, wir sind ja beide Haushälter, deswegen noch mehr als alle anderen auch zur Wahrheit verpflichtet. Wahrheit und Klarheit, Kontrolle des Parlaments. Herr Kollege Karl, haben Sie schon mal was gehört von dem Programm RKI 2010? RKI 2010. Da ist über 3 Jahre im Personalbereich und bei den Ausstattungen dieses Spitzen- und Referenzinstituts der deutschen Gesundheitsmedizin viel gemacht worden, auch mit viel Geld. Ich wollte Ihnen das nur begleitend hier andingen und dazu sagen, die Probleme des RKI sind nach meiner Meinung nicht umfänglich, aber weitgehend gelöst worden, auch durch gute Planungen der ehemaligen Bundesregierung. Und haben Sie das zur Kenntnis genommen? Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, Sie arbeiten sich jetzt, das akzeptiere ich auch, an guten, substanziellen Themen ab innerhalb des BMGs. Aber ich vermisse ein bisschen, ich habe Ihnen hier ein Dialogangebot gemacht. Sagen wir es mal so. Dialogangebot an die Freundinnen und Freunde, gerade aus Bayern, der CSU, mit denen ich ja auch sehr gerne immer wieder diskutiere und den Dialog suche. Ich habe aber noch nichts gehört. Ich würde Sie bitten oder Ihre Kollegen um eine manifeste Einschätzung. Wie sehen Sie denn die Einwürfe sozusagen am Spielfeld von der Seite, die der Herr Söder als bayerischer Gesundheitsminister und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer immer wieder bringen, die ja, das war auch mein Gesprächsangebot, sagen, nein, diesen Paradigmenwechsel weg von der Solidarität, Durchbrechung der Parität, können wir nicht mitmachen, mit uns auf jeden Fall nicht. Da würde ich Sie bitten, mal eine Einschätzung zu machen, weil ich bin überzeugt, die Menschen draußen im Lande warten hier auf eine Antwort von Seiten der CSU. Man ist ein bisschen verunsichert. Was zählt jetzt? Zählt das in München? Oder haben Sie hier eine eigene Meinung? Oder ist das die gleiche Meinung? Man muss da schon Kollege, ein bisschen Orientierung schaffen. Dankeschön. Ja, danke schön. Lieber Herr Schurer, also ich verstehe ja Ihre Intention, noch mal ein Co-Referat zu halten, nach dem, was Sie vorhin schon nicht ganz klar rübergebracht haben. Aber
dass ich habe noch 3 Minuten 33 Sekunden, da komme ich noch drauf auf dieses Thema. Sie können es kaum erwarten, offensichtlich. Aber dass dieses Thema, das kann man gleich vorweg ja jetzt nehmen, dass dieses Thema noch nicht abgeschlossen ist, das hat ja der Bundesgesundheitsminister häufig gesagt, das hat auch die Bundeskanzlerin hier häufig ausgeführt, dass dieses Thema uns in den nächsten Jahren sehr intensiv begleiten wird. Um Ihnen das zu beantworten, ich bin schon der Meinung, dass es nicht sein kann, dass die Kosten der Arbeit sich jedes Mal deshalb verteuern müssen, weil die Gesundheit teurer wird. Das ist doch ein Stück, das wir nicht weiterführen können. Dass eine gewisse Abkoppelung der Nebenkosten stattfinden muss von den Gesundheitskosten, das muss doch jedem klar sein. Was aus dieser Kommission herauskommt, Herr Rössler, darauf sind wir natürlich gespannt, in der Tat. Und darauf gibt es den politischen Dialog, die politische Auseinandersetzung, und die muss ja sein. Und die muss ja sein, und die kann im Vorfeld nicht beendet sein, Herr Schurer. Die kann erst am Ende dieser Diskussion und des Dialogs stehen. Und da werden Sie sich noch wundern, welche tolle Ergebnisse wir herausbringen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fahre mit Ihrer Erlaubnis fort in der Rede. Bin ich auch der Meinung, wie das vorhin schon ausgeführt worden ist, wir müssen auch im Gesundheitswesen auf die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen von Stadt und Land achten. In der Tat, das Thema Ärzteversorgung auf dem flachen Land wird uns in den nächsten Jahren in der Tat umtreiben. Die ländlichen Räume würden deutlich ärmer werden, wenn wir es nicht schaffen, genügend Ärzte dort auch in der Zukunft zu installieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesminister legt sich augenblicklich mit vielen Interessensgruppen an. Es ist schon so, dass wer sich mit der Pharmaindustrie anlegt, gewiss harte Bandagen haben muss. Kurzfristige Erfolge wird es dann kaum geben. Trotzdem meine ich, viel Feind, viel Ehe, lieber Herr Gesundheitsminister, das wird auch in Ihrer Arbeit eine Überschrift sein müssen. Aber wenn Sie mit Konsequenz und mit Nachdruck und mit weitem großen Einsatz diese Pläne betreiben, werden Sie auch unsere Unterstützung haben. Die Monopolstellung, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Pharmaindustrie in der Preisgestaltung für Arzneimittel muss in der Tat gebrochen werden. Ich glaube, dass die von Ihnen jetzt zunächst ins Spiel gebrachten Einsparungsvolumina von 2 Milliarden, die Literatur spricht davon, dass noch deutlich genug Potenzial nach oben da wäre, zunächst einmal ein guter Anfang ist. Zwangsrabatte, Preismoratorien sind gewiss schnell wirkende Kostenbremsen. Aber, meine Damen und Herren, wenn man bedenkt, dass die Anhebung von Herstellerrabatten bloß um 1% etwa 100 Millionen Einsparung bedeutet, dann meine ich, wissen wir, auf welchem Gebiet wir angreifen müssen und wo Sie auch unsere Unterstützung haben, Herr Rössler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht aber nicht um die kurzfristigen allein, es geht um die langfristigen Lösungen. Ich spreche Festbetragslösungen an, auch für patentgeschützte Arzneimittel, insbesondere dann, wenn es sich um Analogprodukte handelt, Präparate handelt. Auch die müssen mit in die Verträge, die geschlossen werden müssen, zwischen den Krankenkassen und der Pharmaindustrie mit einbezogen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Arzneimittelkosten sind in den letzten 10 Jahren um 50% oder mehr gestiegen. Man hat ja geradezu die Meinung, die Auffassung, dass in das Gesundheitssystem gar nicht so viel Geld hineingepumpt werden kann, Jahr für Jahr, wie es gerade durch übermäßige Medikation und auch durch die viel zu hohe Preisgestaltung bei den Medikamenten wieder hinausfließt. Ich meine, es ist der richtige Ort hier, wenn man auch einmal sagt, dass die Arzneimittelpreisung für niemanden ein Selbstbedienungsladen sein darf. Die Preisgestaltung von Arzneimitteln hier in diesem Feld scheint jegliche Disziplin verloren gegangen zu sein und Maßlosigkeit aufgekommen zu sein. Ich meine, dass wir hier in der Tat eingreifen müssen. Und ich meine auch, dass wir die Vergleiche zwischen Preis und Nutzen, Kosten und Nutzen, in der Tat auf den Weg bringen können. Das IQWiG ist nicht geschwächt worden. Das IQWiG ist in seiner vollen Blüte erhalten. 800.000 Euro ist der Haushaltsansatz in den letzten Jahren wie in diesen Jahren auch. Wir sind auch gespannt, lieber Herr Bundesminister, wie Sie an die Handelsspannen des Pharma-Großhandels herangehen
und damit auch an die Rabattgestaltung für die Apotheken. Wir sind gespannt, welches Einsparvolumen Sie da erzielen, was zulasten des Großhandels, was zulasten der Apotheken geht. Lassen Sie sich dann auch nicht durch Querschüsse aus Bayern irritieren. Ich meine namentlich den dortigen Wirtschaftsminister, Ihren Parteifreund Martin Zeil, der sich ja in dieser Weise doch geäußert hat. Meine Damen und Herren, der demografische Wandel erfordert viel. Der demografische Wandel erfordert auch ein Umdenken in der Finanzierung. Ich habe das angesprochen. Es kann nicht richtig sein, dass die Gesundheitskosten allein an den Lohnnebenkosten hängen. Es werden große Aufgaben vor uns liegen. Die werden uns in den nächsten Haushalten in der Tat befassen. Für diesen Haushalt 2010, sehr geehrter Herr Gesundheitsminister, gebe ich Ihnen unser Blatt. Wir stimmen dem Haushalt zu. Wir meinen, dass das eine starke Arbeit ist, die wir auf den Weg gebracht haben. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat nun